Fortnite, aber ich darf nur die Waffe vom Boss nutzen. Das ist ja eben die kinetische Klinge. Die Besonderheit an der Klinge ist eben, dass ihr Heilung heilt, wenn ihr Gegner trefft. Das Ganze aber ist extrem wenig. Ihr heilt pro 60 Schaden 10 HP ungefähr. Ich habe die ganze Challenge auf Hardcore-Variante gespielt. Bedeutet keine andere Waffen, keine andere Heilung und auch keine anderen Movement-Items. Und hier seht ihr, was das Schwierige ist. Ihr könnt halt extrem lang in der Animation sein, wenn ihr nicht trefft, wo der Gegner euch dann locker killen kann. Ich habe mich dann erstmal mit Items, die man nicht in die Hand nehmen muss, um sich zu heilen, hochgeheilt. Dann einen Trick herausgefunden, und zwar wenn ihr das Perk Sprintensprung nutzt und dann auf den Pilz geht, um dann die kinetische Klinge zu nutzen, könnt ihr unendlich in der Luft bleiben. Ihr habt gesehen, ich hatte wieder einen Slot frei. Ich habe dann noch ein paar Kills gemacht. Es gab eine Person, die hat extrem viele Leute gelasert. Deswegen habe ich sie erstmal als allererstes ausgeschaltet. Ihr seht aber auch hier die Stärke. Der Gegner kann halt richtig schlecht angreifen teilweise, aber hier seht ihr, wie schnell das Ganze auch wieder vorbei sein kann. Ich wurde extrem voll gelasert. Es lebte nur noch ein Gegner. Ich war dann mitten in der Zone, kam nochmal hoch und habe den epischen Sieg geholt.